Diesmal habe ich einiges im digitalen Archiv gefunden, was doch recht interessant ist. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.Kritisch. Wir haben das Sommerloch. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die nun jeden Husten, den irgendein Politiker oder eine Politikerin während dieser Sommerzeit hier von sich gibt, großartig zu kommentieren. Sollte es nicht nur ein Hüsterchen, sondern einen richtigen Hustenanfall sein, werde ich natürlich auch darüber wieder berichten. Ich habe die Zeit also mal genutzt und bin relativ tief ins digitale Archiv eingetaucht und habe dabei einige sehr unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Parteien gefunden. Starten werden wir mit der Partei Die Linke, und zwar mit einem kleinen Aufreger aus dem Jahr 2020. Hören wir mal kurz rein. Die Wortwahl offenbarte politische Abgründe. Ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Unfassbar dann die Reaktion von Parteichef Bernd Rieksinger, der nur flapsig darauf eingeht. Ich muss sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein. Die Union fordert nun Rieksingers Rücktritt. Sein Verhalten zeige die CDU in Thüringen tue richtig daran, Bodo Ramelow dort nicht ins Amt als Ministerpräsident zu wählen. Wenn wir das also noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, hier hat sich tatsächlich ein Mitglied der Partei Die Linke dahingehend geäußert, dass sie die Erschießung der Reichen fordert. Das muss man sich mal vorstellen. Und die anschließende dumme Bemerkung des damaligen Parteivorsitzenden war ja nun wirklich auch alles andere als professionell. Und ich frage mich tatsächlich, okay, der Verfassungsschutz konnte seinerzeit wahrscheinlich nicht tätig werden, aber wieso hat es eigentlich keine Strafanzeige gegeben? Wieso kann ungestraft ein Parteimitglied fordern, die Erschießung von Reichen? Das ist doch irgendwie total grotesk, oder? Das ist doch Aufforderung zu einer Straftat. Ich habe dementsprechend versucht zu recherchieren, ob es zu irgendeiner Strafanzeige gekommen ist. Nein, ist es wohl nicht. Also das ist schon echt krass. Und wenn ich mir überlege, diese Aussage ist erst 3 Jahre her, also aus dem Jahr 2020 auf dem Bundesparteitag Die Linke, dann frage ich mich, wie kann es sein, dass diese Partei immer noch von so vielen Menschen gewählt bzw. unterstützt wird? Für mich tatsächlich relativ schwierig nachvollziehbar. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Zeit zurück. Ich glaube, das ist das Jahr 1998. Aber das Thema ist leider immer noch aktuell. Nach wie vor wird den Grünen nämlich vorgeworfen, zumindest Teilen aus der Partei, dass sie durchaus Sex mit Kindern für nicht problematisch halten. Und dazu gibt es tatsächlich entsprechendes Bildmaterial. Wir hören es uns an. Ich denke, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, in den grünen Himmel zu kommen. Also verschiedene Methoden, meine ich. Zum Beispiel solche, die Otto Schilling stecken. Papiere zum Thema straffreier Kindersex. Ausgelegt in der Hagener Stadthalle beim Grünen Bundesparteitag. Und immer noch verteidigt. Wir gehen davon aus, dass man das tolerieren kann. Ja, es gibt inzwischen genug wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, ja, dass die Schädigungstheorie, die im Strafrecht verankert ist, ja, irreal ist, weil ihr jegliche Grundlage fehlt. Ja, von daher ist es verzichtbar. Ja. Den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, Nötigung, ja, ist bereits in anderen Paragraphen des Strafrechts festgeschrieben. Aber Sex mit Kindern schadet den Kindern nicht, Ihrer Meinung nach? Nicht, wenn es sich nur um Sex handelt. Natürlich wollen die heutigen Verantwortlichen der Grünen, sei es Habeck, der ja Kinderbuchautor ist, unter anderem, und auch Annalena Baerbock, dieses Thema überhaupt nicht mehr berühren. Und sie hätten natürlich am allerliebsten, wenn wir das alles total vergessen. Nein, das sollten wir nicht vergessen. Also ihr wisst ja alle, dass durch die ganze transsexuelle Geschichte, da gab es ja Geschichten darüber, dass Transsexuelle aus Büchern vorgelesen haben in der Kita und über ihre Art des Geschlechtslebens halt eben berichteten. Also von daher, so ganz abwegig scheint die Thematik Sex mit Kindern für die Grünen immer noch nicht zu sein. Ich persönlich finde das echt skandalös, sage ich euch ganz ehrlich. Und
Ich habe einige Bekannte, die mir dann auch erzählten, weil sie den Grünen sehr nahe stehen, dass es durchaus auch in diesen Kreisen der Grünen immer noch Menschen gibt, die der Pädophilie positiv gegenüber eingestellt sind. Und auch von daher kann ich es nicht ganz so nachvollziehen, wie man denn die Grünen vor diesem Aspekt wählen kann. So, und nun gehen wir ins Jahr 2010. Und zwar berührt es hier das Thema der Integration, das Thema der Multikulti-Geschichte, ob das gelungen ist oder nicht. Und man könnte ja mal davon ausgehen, dass die CDU das ja heute alles sehr positiv sieht. Und was sagte denn im Jahr 2010 Angela Merkel? Sie hat schon gesagt, naja, sie geht schon davon aus, dass wir immer mehr Migration haben werden. Das war im Jahr 2010. Wahrscheinlich hat sie schon geahnt, dass das ganze Thema im Jahr 2015 richtig überschwappen könnte. Aber wir hören mal kurz rein, was sie zu Multikulti im Jahr 2010 gesagt hat. Bitte schön. Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Also wie ihr seht, im Jahr 2010 musste Merkel zugeben, Multikulti ist wohl gescheitert. Tja, und dann legte sie im Jahr 2015 den Schalter um und sagte, okay, wir müssen halt eben mehr Menschen zu uns kommen lassen, natürlich mit dem Argument der Fachkräfte, ganz klarer Fall. Und zur SPD gibt es diesmal kein Video. Ich habe dazu ein schönes Plakat gefunden und dachte mir nur, ah ja, die haben scheinbar sonst keine Probleme, auf jeden Fall haben sie sonst keine guten Argumente. Hier ist das wunderschöne Plakat. Bitte schön. Also, wenn ich mir mal überlege, dass heutzutage Muslime sich daran stören, wenn Frauen in aller Öffentlichkeit ein Eis schlecken, dann muss man doch eigentlich auch mal fragen, ist es nicht irgendwie abstoßend? Muss ich mir als Frau solch ein Plakat gefallen lassen? Könnte ich nicht auch sagen, ich fühle mich in einem ästhetischen Empfinden gestört und empfindlich verletzt? Also ich muss es übrigens wirklich sagen, Sommer mag ich ja ganz gern, nicht wahr? Aber wenn so die ein oder anderen ihre kurzen Shorts anziehen, wo du, die sind so weit, dass du fast auf die Unterhose schauen kannst und dann die Söckchen und dann die Latschen, ihr wisst schon, was ich meine, dann fühle ich mich sowieso auch in meinem ästhetischen Empfinden derartig gekränkt. Da gönne ich mir doch lieber irgendwie ein Eis auf der Straße. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr auch irgendwelche schönen Schätzchen, die ihr mir vielleicht zukommen lassen könnt? Ich würde daraus ein kleines Archiv zusammenstellen und dann das nächste Video darüber machen. Ich wünsche euch einen super tollen Sommer. Okay, wir haben ja nicht im Moment ganz so hohe Temperaturen. Es tut mir so furchtbar leid für Karlchen und seinem Hitzeschutzplan, dass das aber auch nicht aufgeht im Moment. Habt trotzdem eine gute Zeit. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.